Hallo Space Engineers. Ja, inzwischen ist es Nacht geworden. Der Build and Repair baut nach wie vor brav ab, aber ich befürchte, wenn ich hier so auf mein Info schaue, da geht nicht mehr viel rein. Das ist jetzt von beiden Fahrzeugen zusammen. Ja, aber das ist mir auch zu klein. Ich glaube, ich mache jetzt hier erstmal einen neuen großen Bildschirm hin, damit wir die Sache mal ein bisschen besser in der Übersicht haben. Und bei der Gelegenheit kann man ja dann gleich schauen, wie das mit dem Auto-LCD funktioniert. Na? Ach, es läuft ja unter Text. Textpanel. Na, nein, das Große wollen wir nicht. Das reicht voll und ganz. Genau. Auto-LCD ist ein Skript, der läuft hier unten in diesem programmierbaren Block, mit dem man sich alle möglichen Sachen anzeigen lassen kann. Das Wichtigste ist als Kennzeichen für den Script, dass er eine bestimmte Anzeige behandeln soll, dass das Tag LCD in eckigen Klammern vorhanden ist. Kann man ändern im Script. Ich habe es halt beibehalten. Bis jetzt so. So. Praktisch ist natürlich auch, wenn man sich dann noch dazu schreibt, was wie wo. Ja, beim nächsten Mal. So. Und bei den benutzerdefinierten Daten, da kommen dann die entsprechenden Schlüsselwörter rein. Ich blende es mal hier ganz kurz ein. Im Steam Workshop gibt es da unter diesem Link, ah, vielleicht packe ich den sogar nach unten in die Beschreibung rein, eine recht ausführliche englische Erklärung halt, was die einzelnen Schlüsselwörter bedeuten, etc. Punkt, Punkt. Gab es sowas wie Kommentare eigentlich? Ich gucke gerade nach, ob es Kommentare gibt. Dann könnte man das nämlich drin stehen lassen. Ist eine verdammt lange Liste inzwischen. Nein, ich sehe jetzt nichts, dass man die Möglichkeit hat, Kommentare einzugeben. Oft wird es benutzt, um Inventare sich anzeigen zu lassen, etc. Punkt, Punkt. Ich benutze es jetzt erstmal, um mir das Cargo anzeigen zu lassen. Und zwar, war das jetzt G oder T? Nur vom aktuellen Grid. Tap, tap. Ich schaue gerade in der Liste nach. Ah, genau. Es gibt zwei Abkürzungen. Es gibt dieses G, ich tue es mal einzeln setzen, für die Gruppe, die dann hinten dran angegeben wird. Und es gibt das T für das aktuelle Grid. Und dann kann man hier hinten noch, das mache ich jetzt mit dem Sternchen, noch eine Möglichkeit, das auszuwählen. Was war das? Oh, einfach runtergefallen. Ah, ja. Beim Runterfallen hat sich das geschlossen, die Eingabe, und das war es ja eigentlich schon. Cargo used. Man kann da noch so mit verschiedenen Abkürzungen arbeiten. Moment, das zeige ich euch auch noch.
dass ihr den Unterschied seht. Das geht dann auch bei ganz vielen verschiedenen von den Parametern. Mit Echo kann man eine Leerzeile ausgeben. Copy-Paste geht auch, also Steuerung C, Steuerung V und so. Und dann gibt es das X. Das Ganze mit dem P. Und das Ganze dann auch nochmal mit dem Bar. Ich benutze immer Groß- und Kleinschreibung, wobei ich das, glaube ich, gar nicht brauche. Echo. Dass man auch schön sieht, was der Unterschied ist. So. Okay. Und normalerweise müsste er das jetzt gleich anzeigen. Ihr seht, bei dem normalen Cargo wird angegeben, wie viel Volumen wir haben und zu wie viel Prozent es voll ist. Nee, warum falle ich da jetzt immer runter? Na. Arbeitsschutz geht vor oder so ähnlich. Ne? Wieder kann ich mutiert werden. Ja, bitte, bitte. Ja, kümmern wir uns halt gleich drum. Also, das normale Cargo, da sieht man dann, wie viel Volumen drin ist. Bei dem X sieht man nur noch die Prozentangaben, ohne das exakte Volumen oder den Progressbar. Bei P sieht man nur die Prozente. Und den Progressbar ohne das komplette Volumen. Und bei Bar alleine, dann sieht man halt nur unten diesen Balken. So. Des Weiteren kann man natürlich hier die verschiedenen Schriftsätze benutzen. Man kann sich es einfach machen. Na, man kann die vorgegebenen Farben wählen. Das Blau ist sehr nahe dem Weiß. Das ist das Normale. Verschiedene Schriftsätze. Monospace für die, die eher auf diesem Schriftsatz wollen. Ich nehme oft Bildinfo und ändere mir dann die Farbe hier passend. Auf dieses Orange. Das gefällt mir halt relativ gut. So. Ich will eigentlich nur den Progressbar haben. Also. Na. Und dann möchte ich noch Power Summary haben im Moment. Power Sum. Na, Y auch. Nur von dem Grid. Also Grid ist das, was halt das Hauptgrid ist. So, okay. Achso, und hier unten kann man, wie gesagt, hier Schriftgrößen und sowas wie immer anpassen. Ausrichtung, Textrahmen setzen. Was man jetzt nicht mehr im Zugriff hat, wenn das Skript läuft, sind halt die Bilder.
Jo. Ich glaube, das ist, kennt jeder. Und ansonsten, wie immer, probiert's aus. Ihr könnt ja eigentlich nicht wirklich was kaputt machen. Power ist ein bisschen knapp. So. Was ich noch irgendwo da hinten hinsetzen will, ist, wieso habe ich das Licht aus? Ist noch so eine Liste mit den Grundsätzen, nach denen ich fahren will. Das mache ich vielleicht offscreen irgendwann so zwischendrin. Weiß ich noch nicht genau, wie ich es mache. So. Aber hier wird sich jetzt bald nicht mehr viel tun, weil wir alles eingepackt haben, was wir einpacken können. Und deswegen. Oh, deswegen hat er so gut funktioniert. Stimmt, ich hatte ja zwischendrin Triebwerke dran gebaut. Ja. Und deswegen werde ich jetzt nochmal schauen, ob ich da unten nochmal Platz habe für noch einen Frachtcontainer. Aber hier gehen mir langsam die Optionen aus. Ich möchte nicht direkt an der Achse, wo die festgemacht sind, irgendwas verändern. Und wenn ich zu viel da unten rausnehme, dann befürchte ich, geht mir irgendwann die Struktur verloren. Und ich bin ja jetzt schon sehr, dadurch, dass ich nur mit Leichtstabpanzerung gebaut habe, schon relativ, naja, wie soll ich sagen, schwach aufgestellt. Ich habe die Dinger hier falsch gesetzt. Auf der Seite. Ne? Nein, ich habe die da. Ah, die da hatte ich benutzt. Ja, dann. Und zum Reparieren habe ich andere benutzt. Die machen sich deutlich besser. Ja. Warum habe ich die auf der Seite eigentlich nicht benutzt? Doch, habe ich. Nur halt an der Stelle nicht. Ha! Steuerung G. So sieht die Sache wieder ein bisschen schöner aus. Ja, was ich jetzt aber zufälligerweise gesehen habe, war, dass wir da eigentlich überhaupt keinen Platz haben, um da noch irgendwo einen Frachtbehälter unterzukriegen. Ist eigentlich nicht wirklich. Hier vorne vielleicht noch. Aber das ist mir zu heiß. Wenn ich wirklich wieder unter Beschuss gerate und das haut mir hier vorne die Sachen weg, das wäre nicht gut. Tja, und nu? Und nu? Kann ich höchstens anfangen, hier neben Frachtbehälter noch dran zu setzen? Wo ich wohl nicht drum rumkommen werde. Opfer dafür halt Solarzellen. Frachtbehälter, die wurden Frachtblöcke, genau.
Ach, die sind hier nicht dabei. Cargo. Dida. Jetzt weiß ich nur nicht, ob die mehr Volumen haben oder nicht. Ja, vor allen Dingen sind die definitiv riesig. Würden sich aber stylisch hier schon dran setzen. Dann müsste ich allerdings da hinten alles wieder umbauen. Also wenn, dann würden sich wahrscheinlich eher die hier anbieten. Aber das ist eine Neukonstruktion. Nein, ich muss, glaube ich, mit den Kleinen auskommen. Wo sind sie? Kleiner Frachtcontainer und der große. Ja, der könnte man wahrscheinlich irgendwie da reinmogeln. Da haben wir Platz für zwei. Müssen wir auch mal langsam schauen, dass wir das Material auch verbrauchen. Sonst macht es ja keinen Sinn. Das Ganze. Was haben wir hier? Den H2O-Generator. Gut, den könnte man auch senkrecht hinstellen. Und könnte dafür dann noch entweder ein Cargo oder noch ein zweites Build und Repair. Ja, jetzt gucken wir erstmal hier rein. Aber ich glaube, wie wir das machen, ihr kennt den Satz. Das schauen wir dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.